Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur vorerst, naja, vorerst letztens klingt auch irgendwie falsch, ne? Zur vorerst letzten FIFA-Folge vor der kleinen Pause, die wir einlegen, vor der kleinen, naja, Winterpause mehr oder weniger. Fair hat 17 Tore und ist damit so gut wie Torschützenkönig. Ich freue mich. Wir spielen jetzt gegen Chemnitz und ja, das Saisonfinale. Das letzte Spiel natürlich bei schaurigem Regen. Warte, wie soll es auch anders sein? Ja, spielen wir hier gegen den Chemnitzer FC. Ich bin sehr gespannt. Das wird ein spannendes Spiel werden. Bah! Komm her! Warte mal. Bah, schön, das muss schön klatschen. Warte mal, lass mal vorbeigehen hier. Richtig schön von hinten wegsemmeln. Na egal. Ja, also, ne, vorerst letztes Spiel vor der kleinen Winterpause, die wir machen. Und dann geht's dann, ja, so in zwei, drei Wochen ganz frisch in eine neue Saison, in die zweite Liga. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Aber jetzt erstmal das Spiel hinter uns bringen. Das letzte Spiel in Liga 3 mit Hansa Rostock gegen Chemnitz. Jawohl. Und ich bin mal gespannt, wie viele Angebote wir denn kriegen. Und vor allem auch, ob wir die Spiele auch halten können. Das ist ja auch immer so eine Frage. Klar, Dennis Fair zum Beispiel, das ist natürlich... Der wird auf jeden Fall das ein oder andere Angebot kriegen, da bin ich mir doch ziemlich sicher. Und ihr könnt natürlich jetzt mal hier in diese Folge unter die Kommentare schreiben, welche Spieler sollen wir uns denn für die zweite Liga-Saison verpflichten? Na, habt ihr einen Tipp, habt ihr eine Info, habt ihr wo gesagt, ja, für zweite Liga, guter Spieler, schön talentiert natürlich, am besten ein bisschen jünger. Ja, jetzt nicht den Ältesten, die ältesten Säcke da irgendwie, ne? Weil das ist nicht böse gemacht, wenn ich das sage, ne, aber wisst ihr Bescheid. Alibas, das ist ein sehr schöner Pass von Ali, von Alaïs auf Alibas. Arribas! Schade. Arribas! Ja, schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal bitte in die Kommentare. Eure Spielervorschläge für die zweite Liga, das ist in der letzten Folge ganz gut, da kann ich da dann easy peasy reingucken. Was dann mit der neuen Saison weitergeht. Und mal gucken, wie wir uns da dann vielleicht krallen können. Ja, Bischof, Ballverlust. Das gab es bei Gruppe beim letzten Spiel nicht. Ah, Bischof wackelt, Bischof wackelt. So, Vorsicht. Ja, Chemnitz direkt mal im Angriff, aber ohne wirklichen Erfolg. Alibas, schönes Bällchen da unten auf Fair. Der sich mit seinen 17 Toren wahrscheinlich die Torschützenkrone sammelt. Alter, was ist denn los? Der sich mit seinen 17 Toren wahrscheinlich die Torschützenkrone krallt. Ja. Das wollte ich sagen. Schön gemacht. Boah, guck dir das an. Boah, starkes Ding von Uwusu. Richtig starker Zweikampf. Ah, da ist. Oh! Ah, war fast schon ein bisschen zu locker abgeschlossen. Da geht besser. Da geht besser. Nochmal die Chance zur Flanke. Bringen wir durch. Die rutscht auch irgendwie durch, aber... Leider ohne Erfolg. Koch. Ja, hoch und weiter Dingen. Ja, Vorsicht. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Na du. Ah, die Bass. Na, zu leicht der Ballverlust. Das muss besser gehen. Na oh, doch, Holthaus verliert da oben den Ball. Ich weiß noch nicht, was der da oben zu suchen hat. Der ist eigentlich auf der anderen Seite. Ab bitte da oben. Oh, Chemnitz verteidigt sehr aggressiv. Das machen die richtig gut hier gerade. Wir haben da nicht so wirklich Schnitte gegen. Oh, und dann machen wir fast noch das 1-0. So, Holthaus. Der geht mal einen richtig weiten Weg jetzt. Und holt den Einwurf. Perfekt. Pass auf Alibas. Fair! 1-0! Der rutscht da durch. 18. Saison. Ja klar, ist fair. Deswegen ist er da durchgerutscht. Deswegen ist der Ball jetzt im Tor. Wunderbar.
Ja, gut, den musst du schon auf der Rechnung haben da unten, ne? 18. Saisontor für Jeff Denise Fair. Joa. Ne? Läuft, würde ich sagen. Krass. Hat auf jeden Fall nochmal richtig dazu beigetragen, dass wir hier den Aufstieg so früh markieren konnten. Muss man einfach sagen, das war richtig gut. Ah, Bischof, klasse gemacht. Henning, Bischof, Fair, der sich da gut durchsetzt, der sich das Bällchen irgendwie da durchfriemelt. Holthaus. Und auch Adais, muss man ganz klar sagen, der hat sich super integriert. Hat relativ schnell dann, er hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, keine Frage, aber hat das dann am Ende richtig gut gemacht. Und ist dann am Ende richtig gut auch in die Spiele gekommen und hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Vor allem dann, als Benjamina sich verletzt hat, dass wir hier heute den Aufstieg feiern dürfen. Spitze. Einfach Spitze. Ah, Rankovic. Eieiei. Oh, schön gemacht von Henning. Oh, ist das schön gespielt. Über Adais, über Owusu. Perfekt. Perfekt. Ja. Auch hier wieder Adais, klasse. Klasse Bewegung. Oh, was mache ich da? Das ist dumm. Mann. Kocke Spitze 1, 2, 3 oder was? Ah. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Fair. Für den Torwart ein bisschen Torwarttraining, habe ich das Gefühl. Nicht schlecht. Kann man mal machen. No? Was war jetzt? Foul. Okay. Riedel. Ganz so schön Willi da. Alibas, Adais. Adais war es, nicht Alibas. Schade. Oh lol. Ist ganz kurios, was da hinten gerade abgeht. Welche war Alibas? Kommt nicht an. Schade. Ja, drauf, drauf, drauf. Wunderbar. Immer drauf da. Druff da, 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 Holthaus. Interessante Herangehensweise. Krass. Der war drin, wa? Oh, abseits, was? Okay, das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Ich, ne? Dachte jetzt, der wäre drin gewesen. Okay. Da jetzt eigentlich schon, ja, mich mit abgefunden gehabt, aber war abseits tatsächlich. Krasse Sache. Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Freistoß für Chemnitz. Chemnitz, sagt er. Chemnitz, was ist denn jetzt los? Ah, Adais kenne ich gut. Oh, Ballfluss ein bisschen zu easy. Weitschuss allerdings ohne Erfolg. Das wisch. Ne. Nee, nee. Aber nicht gut. Ja, dranbleib schön von Rankovic. Wusu, ja. Und Adais, der sich da super durchsetzt. Das muss das 2-0 sein. Was ist das 2-0? Adais. Wunderbar. Schön durch die Mitte. Aber die Abwehr von Chemnitz kriegt da nichts auf nichts gebacken, kriegen die. 14. Saisontor. Von Adais. Und dann heißt es immer so schön, ne? Wenn du ihn vorne nicht machst, kriegst du ihn hinten rein.
So sicher wie der Abend in der Kirche, du, war das immer, ne? Stark und fair. Ganz, ganz stark. Oh. Oh. Ich wollte doch Brot noch. Und dann würde ich einfach mal sagen, ist es an der Zeit, die Rückkehr zu feiern. Die Rückkehr, Adais, der hat ein gutes Spiel gemacht, hier hat sein Türchen gemacht, wunderbar. Aber es ist an der Zeit, Benjamina wieder zurückzuheißen. Oder Benjamina wieder freudig zurückzuheißen. Also, ne, dass er halt wieder da ist, mein Gott. Weiß ich. Da freuen wir uns drüber. Benjamina ist zurück. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich war ich nie. Vorsicht, Hansch, Werner Hansch, ist das der Bruder von Werner Hansch, Sohn, keine Ahnung. Oh, das war bei Easy Hansch mir gerade. Warte mal. Boah, das war aber richtig hartes Handspiel gerade. Ich glaube, zweimal sogar. Warte, schöner Tanz hier auch von Holthaus. Warte, einmal durch. So, hier müssen wir aufpassen. Moment. So, das ist das erste Mal. Das ist Nado. Das ist das erste Handspiel. Da kann man noch sagen, okay, der ist ihm, ja, die Entfernung ist jetzt nicht so weit. Das ist kein Ding gewesen. Aber das, was jetzt kommt von Rankovic, ist mal das klarste Handspiel ever. Bitte. Also, das ist ja, also, das springt ja, wir sind ja nicht beim Handball. Alter, das ist, von Nados Hand der Ball in die Hände von Rankovic, in die Hände von Plasovic. Also, was? Das ist echt übel. So, Benjamina. Oh, ist das direkt das Tor zum Einstand hier wieder zum Rückkehr? Also zur Rückkehr. Aber sowas von, Baby. Ja, moin. Und wir rennen zum Trainer. Geht das? Ich weiß gar nicht, ob wir so weit kommen. Nee, kommen wir leider nicht. Super. Das habe ich den Ball zu weit vorgelegt. Habe ich mir eigentlich auch. Aber zum Glück. Kein Problem. Das Ding ist drin. Benjamina. Pünktlich zurückkehr, macht auch gleich mal sein erstes Tor wieder. 3:0. Das gibt wieder so einen richtig schönen. Ja. Weiß ich nicht. Kantersieg. Ne? Oh, Henning. Sieht, dass Ferder richtig gut in Position ist und der setzt sich natürlich super durch. Ach du liebe Zeit. Machen die Platz oder was? Boah. Guter Körpereinsatz an dieser Stelle. Richtig schön gemacht. Im ND. Ui, was macht Rankovic da? Hansch! Werner Hansch! Ne. Schade. Ach du liebe Zeit. Ja. Boah! Ach nee, komm bitte. Gelbe Karte für Maurice Trapp. Na, Koch geht runter. Und bei Benjamina ist, glaube ich, alles in Ordnung. Naja. Alles gut. Ich dachte gerade schon, weil der so liegen geblieben ist, ne? Ich dachte gerade schon. Oh, Fran gegen Bischof. Da setzt er sich gut durch. Ja, schön. Schöner Körpereinsatz von Rankovic. Das war gar nichts. Er ist ein guter Körpereinsatz, ne? Henning, guck mal, wie viel Platz der hat. Kennt der gar nicht. Wird normal immer zugestellt. Richtig gut gemacht. Schade drum. Ach, Duck. Schön, Bischof. Hoher, langer Ball auf Fair. Owusu! 4-0. Und natürlich das Dreamteam. Owusu und Fair.
Hier, schön gespielt. Fair setzt sich klasse durch. Owusu im Rückraum. Hält das Füße hin und macht auch schon sein 10. Saisontor. Ja, moin. Also wir werden in der zweiten Liga auf jeden Fall mal gucken, ob, wenn das auch so läuft, dass wir da so durchrushen mit 5-0, 5-2, 4-0 und so, dann werde ich auf jeden Fall über kurz oder lang die Schwierigkeit hochsetzen. Jetzt im Moment ist es natürlich so, dass das hier alles, es ist alles entschieden. Für die meisten Mannschaften. Und 5-0? 5-0. Und wir sind auch halt wirklich in einem richtig guten Lauf gerade. Und sind eigentlich schon fast für dritte Liga richtig gut dabei. 15. Saisontor für Benjamina übrigens. Und deshalb, wir gucken mal, wie der Start in der zweiten Liga verläuft, wenn wir Probleme haben, die hoffentlich natürlich auch da sind, also gewisse Schwierigkeiten natürlich. Dann werde ich da erstmal nichts ändern. Wenn wir da allerdings, wie gesagt, auch mit 5-0 und so durchrushen, dann wird es da auf jeden Fall eine, ja, Anpassung der Schwierigkeitsstufe geben. Davon könnte auf jeden Fall ausgehen. Ja, wir gucken einfach mal. Wie gesagt, nicht vergessen, schön die Spielervorschläge in die Kommentare schreiben. Pilsner. Hört sich mal an wie Pilsner, ne? Pilsner. Ja, moin. Komm, der gönnt sich den selbst. Hätte ich doch aufs Benjamina spielen sollen, dann hätte vielleicht noch eine Chance gehabt auf den... Auch noch auf die Krone da oder was, auf die Torschützen-Dings, aber ich glaube nicht. Die hat sich der Jeff Denis Fair auf jeden Fall schon verdient. Hat auch wirklich eine klasse Saison gespielt. Muss man ganz klar sagen. Gönn dem das mal, dem Jungen. Gönn dem das mal. Ja. Milinkowski, irgendwas. Reinhardt. Ja. Gucken, bleiben wir auch in dem Spiel hier zu null. Oh, Blaswitsch, der ist richtig warm jetzt, der Junge. Jetzt zum Saisonende wird er warm. Komm hier, Vanevic. Kommt drauf aufs Feld für Owusu. Juhu. Fair. Wollen wir gucken. Da hat Platz, der Junge. Mal wieder. Und der rennt da wieder easy peasy durch. So, oh, Benjamina. Ein bisschen zu früh abgeschlossen, glaube ich. Da hätte ich noch ein Stück gehen können, ne? Wie man es macht, ne? Wie man es macht. Oh, Benjamina hier nochmal. Oh. Der ist wohl schlampig. Der ist wohl schlampig. Schade. Ja, war schon Ball gespielt, aber grenzwertig. Hör auf! Hör auf! So. Vorsicht. Minikowski, nochmal eine gute Flanke und dann kriegt Chemnitz hier doch noch sein Tor. Ich glaube, es war Hansch. Naja, aber nicht Hansch. Aber es wird lautstark bejubelt von den Florian Trinks. Ah, cool. War der nicht mal bei Bremen? Ich glaube, der war bei Bremen. Wird auf jeden Fall lautstark bejubelt hier von den Fans. Das Tor. In Chemnitz. Aber warte mal. War eine Wetsch. Nee. Fair. Jo. Ja, wie gesagt, kriegen neue Ehrentürchen. Haben sie sich auf jeden Fall auch verdient. Die sie einen Handelfmeter vorher nicht gekriegt haben, der eigentlich sowas von crystal clear war. Oh, oh, wie er da hinfällt. Bischof. Ah, muss er den Ball irgendwie, muss er den Fuß da irgendwie an den Ball bringen, dass er den noch da durchkriegt. Macht er an dieser Stelle nicht. Vorsicht, Fran. Fran. Boah. Holthaus. Auf Fair. Ah, kommt die vorbei. Schade. Ne. Oh, Nador mit dem Problem beim Ball, bei der Ballverwertung. Holt sich das Ding aber easy wieder. Benjamina.
Fair kommt da auch wieder nicht durch. 89. Minute gleich. Ne, 88. So rum. Ja, das Ding ist wie gesagt durch. Das ist nur munteres Hin- und Hergekicke hier. Das ist nochmal Hilsner. Aber auch der verdient den Ball. Und so gehen dann unsere letzten Minuten in Liga 3 zu Ende. Es war eine schöne Zeit in Liga 3 auf jeden Fall. War schön, dass es die Liga, dass es die dritte Liga gibt. Ne, das freut mich sehr. Und das war ein guter Schritt von EA auf jeden Fall. Endlich mal die dritte Liga einzubauen. Die dritte Liga bei uns in Deutschland ist unheimlich stark. Ähnlich wie in England. Wo die dritte Liga ja tatsächlich auch ziemlich stark ist. Und ich denke, auch die Drittligisten haben auf jeden Fall verdient, virtuell vertreten zu sein. Und es macht auch Spaß. Also so den Aufstieg von dritte Liga in die zweite Liga, da kann man seine Mannschaft auch so richtig schön zusammenbasteln einfach. Und entwickeln und so. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt sind wir aufgestiegen. Offiziell sind wir jetzt eine Zweitligamannschaft. Ich freue mich. Ich freue mich. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sogar einen Titel. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine andere Animation, glaube ich. Ne, ist glaube ich wieder die gleiche. Ich glaube, einen Titel kriegen wir nicht. Aber wir sind Erster. Und steigen als solcher dann auch in die zweite Liga auf. Ne, kriegen keinen Titel. Okay. Macht aber auch nichts. Ja, war nochmal eine richtig schöne, in den letzten Spielen einfach eine Demonstration. Das war super. Genauso wünsche ich mir das. Ja, und jetzt mal sehen. Es beginnt natürlich eine schwierige Zeit. Die zweite Liga ist natürlich... Na, da muss man dann auch erstmal Fuß fassen, tatsächlich als Drittligist. Aber das wird schon super, glaube ich. So, wir schauen mal kurz hier unten rein. Ja, Fair hat die Torjägerkrone bekommen. Und Benjamina ist sogar auch noch auf Platz 3 vorgerutscht. Krass. Freue ich mich drüber. Spiel des Turniers. Oh, Spiel des Turniers ist Fair, glaube ich, ne? Krass. Hier, Spieler des Turniers. Jeff Denis Fair. Juhu. Und auch den goldenen Schuh gewonnen. Team der Woche, also Team, ja hier, das ist klar. Dass da unsere Spieler zuhauf vertreten sind im Team der Woche. Ja, Fair hat den goldenen Schuh geholt. Und er ist Spieler des Turniers und wahrscheinlich auch wieder Spieler des Monats. Ich bin sehr gespannt, ob wir den halten können. Das wird schwierig, aber ich werde natürlich mein Bestes geben. Ihr schreibt mir bitte noch eure Vorschläge in die Kommentare, wen wir uns für die Zweitliga-Saison so verpflichten sollen. Transferbudget sind ungefähr... Warte, kann ich euch sagen. Ich sag mal so 1,5 bis 2 Millionen. Plus, minus. Haben wir eigentlich Jobangebote? Oh, guck mal hier. Wanderer. Ja, irgendwelche Vereine, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Chile. Chilenische Vereine. Krass. Ja. Also, ne, so 1,5 bis 2 Millionen. Schreibt mir gerne mal eure Tipps in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen hier bei unserer ersten Saison bei FIFA 18. Weiter geht's, wie gesagt, so 1, 2, na gut, eher so 2 bis 3 Wochen, denke ich mal, geht's dann weiter hier im Programm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.